Hallo und ich sage euch nochmal herzlich willkommen in meiner Küche zum Kürbisschnitzen. Hier ist mein Schnitzwerkzeug. Habe ich zuerst mal zum Ausstechen, für den Deckel abzuheben, ist das ein wunderbares Teil. Dann den Löffel zum Aushöhlen und eine Kürbissäge. Dann habe ich noch zwei besondere Schnitzwerkzeuge. Die werden dann gezogen. Dieser hier hat eine breitere Schnittfläche und diese hier eine schmale Spitze. Ich habe jetzt hier zwei Butternut-Kürbisse. Da ist die Besonderheit, dass sich die Kerne lediglich in dem Bauch hier unten befinden. Das heißt, hier oben würde ich dort aushöhlen, wäre das ganze Fruchtfleisch weg, das ist klar, und hier unten habe ich die Kerne. Ich mache jetzt mal einfach was auf die Schnelle. Nichts Besonderes. Dafür werde ich jetzt zunächst mal vorzeichnen. Dieser Kürbis hier hat nun einige nicht so schöne Stellen. Hier, der hat also Verletzungen. Hier unten ist noch Schmutz. Aber gut, ich werde den jetzt schnitzen auf dieser Seite. Wir schauen mal, was das gibt. Das ist also der schönere der beiden. Der gefällt mir in der Form nicht ganz so gut. Der ist so ein bisschen kurioser. Der ist etwas gerader. Natürlich zum Kochen bietet der mir mehr wie der, weil mein Fleisch hier oben sitzt, ja, mehr wie hier unten. Gut, also mit diesem Freund hier fange ich jetzt mal an und werde nun mal zuerst hier das obere Stück abstechen. Ich möchte jetzt einfach erstmal ringsrum, dann kriegen wir oben den Deckel ab. Dann kann man unten aushöhlen und dann geht mein eigentliches Schnitzen los. Und hier aus meinem Butternut mache ich jetzt was ganz Leichtes, denn Halloween ist noch nicht da und ehrlich, so ein feiner Butternut nach meiner Schnitzerei wandert er nachher in den Kochtopf. Das hebe ich jetzt mal ab und ehrlich, das ist ein super Kürbisfleisch hier. Da will ich ja nicht verkommen lassen, aber aus Spaß an der Freude, aushöhlen muss ich hier sowieso, das ist klar, werde ich jetzt mal als erstes da eine schöne Schnitzarbeit draus machen. Nun geht's weiter und ich muss hier oben meine Säge haben. Nun brauche ich wenigstens mal ein bisschen Papier, um dass sich meine Ferkelei hier in Grenzen hält, wenn ich unseren Freund hier aushöhle. Dieses schöne Stück, das habe ich schon mal. Und ganz ehrlich, das kommt gleich in die Pfanne. Das ist ein wunderbares Kürbisstück. Also das ist mir ja nur echt zu schade. So sieht der jetzt aus. Hier haben wir also unsere Kerne. Die müssen jetzt da raus. Mmh, lecker, lecker. Also super. Den Butternut, der schmeckt echt fantastisch. Melonenähnlich. Richtig, richtig lecker. Würde ich den jetzt kochen, würde ich natürlich einfach halbieren und die Sache wäre gut. Aber in dem Fall muss ich aushöhlen. Wobei ich sagen muss, der Butternut ist also eine ganz, ganz andere Hausnummer wie der Hokkaido. Der hat also bei weitem nicht so viel Kerne, ist auch nur dieser kleine Bereich hier unten. Da ist man also sehr, sehr schnell mit fertig. Man meint natürlich hier zu dem Halloween-Kürbissen, die man dann zur Deko geschnitzt benutzen möchte, hört ja immer dieses spitze Hütchen, das hat der Butternut halt nicht. Aber was soll's, man kann aus allem was Schönes machen. Jetzt zeige ich euch mal, wie der von innen aussieht. Schön sauber. Also so ein Butternut-Kürbis ist schon eine richtig feine Sache. Nun lasst euch mal überraschen, was ich damit jetzt anstelle. Das sind meine Innereien, da seht ihr auch, so viel ist das gar nicht an Kernen, was da drin ist. Der Kürbis ist ja weitaus kleiner wie der Hokkaido. Aber trotzdem hat er bei weitem nicht so viel an Kernen und Fasern in sich drin. Ich nehme jetzt einfach meinen Kugelschreiber und jetzt lasse ich mir hier mal freihand etwas einfallen. Bei einer Kreativität mal freien Lauf. So ungefähr denke ich mir das und jetzt lege ich mal einfach los.
Und mal sehen, was dabei rauskommt. Wieder habe ich mein Stechmesser, damit mache ich mir jetzt erstmal die Nase. So, nun brauche ich meine Säge. Also der Butternut, der ist weitaus weicher als wie im Hokkaido. Da muss man also auch ein bisschen zarter mit umgehen. Jetzt brauche ich meine Säge. So, hier wird jetzt schön ausgesägt. Langsam, weil wie gesagt, der ist also um einiges weicher. Da bist du schnell durch und dann da, wo du gar nicht hin wolltest. Jetzt kommt meine Feinarbeit. Jetzt möchte ich ja gerne die Konturen und Falten und so weiter erreichen. Und fertig ist mein kleiner Freund. Dem könnte ich das jetzt hier so aufsetzen. Dann sieht er ein bisschen aus wie so ein Gonad. Diesmal möchte ich gerne unten in dem Hohlraum landen, wo sich die Kerne befinden. So, aha, das hat ja jetzt bestens geklappt. Seht ihr, jetzt ist mein Kürbis weitaus größer, die Öffnung. So, hier gehe ich jetzt einfach mit einem Löffel her, nehme hier oben einmal das Kerngehäuse etwas weg, aushöhlen, kennen wir ja schon, hatten wir ja vorhin schon festgestellt, dass der Butternut gar nicht so sehr viel im Kerngehäuse drin hat. So, mal etwas bizarrer, mal schauen, wie ich den jetzt hinkriege. Das wäre jetzt dieser junge Mann hier. Mit meinen beiden Kürbissen geht es jetzt weiter. Ich mache jetzt erstmal meinen Tisch sauber. Und dann werden die erstmal richtig gewaschen. Fertig sind jetzt meine zwei wunderbar geschnitzten Butternut-Kürbisse. Ich finde die richtig süß. Werde die jetzt aber nicht beleuchten. Könnt ihr euch einfach vorstellen, wie das aussieht. Ist ja klar. Da habe ich jetzt komplett ausgeschnitzt. Die Deckel liegen auf. Butternut-Kürbisse schnitzen ist ganz, ganz einfach, weil die Schale wirklich nicht hart ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Sag euch lieben Gruß. Bis bald. Tschüss.